Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir Ellies Eltern besucht und planen jetzt einen Überfall. Ja, wir planen jetzt deren jegliches Geld zu stehlen, was eigentlich Ellie ja auch zusteht, wenn sie tot ist, was sie nicht ist. Das war ein bisschen kompliziert, am besten guckt ihr selber nochmal die Folge. Vorher haben wir aber eine kleine Welttour zu tun, die uns einmal quer durch, ja, das Universum schickt. Einmal über alle Planeten. Und zwar ganz Halcyon an einem Tag. Alonso Vallejos vom Amt für Erkundung in Byzantium hatte ich gebeten, an einer geführten Tour durch das Halcyon-System teilzunehmen. Die zweite Signalstation wurde aktiviert und ist im Emerald Vale. Hier sind wir also im schönen Emerald Vale. Oh ja, hier ist es wirklich schön. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Hier hinten, ganz Halcyon an einem Tag, ist hier hinten. Haben wir noch eine andere Quest hier im Emerald Vale? Tatsächlich finde ich nichts gerade im Emerald Vale. Wenn, dann übersehe ich vielleicht was. Aber wir können vielleicht eine kleine Schnellreise machen, die uns was bringt. Ja, warum nicht? So haben wir uns nämlich 200 Meter eingespart. Ja, 200 Meter sind viel in diesem Spiel. Nein, eigentlich nicht. Aber hey, ich nehme jede Einsparung, die ich kriegen kann. Was haben wir denn hier? Hier haben wir ganz viel Magma und Lava. Und ein paar Trucklos. Der Gigantes, der nimmt sogar ordentlich Schaden. Nein, er hält sogar ordentlich Schaden aus, wollte ich sagen. Aber ist tot. Gigantes. Was ist ein Gigantes? Krass. Ich meine, schwer war der jetzt nicht, weil wir hier auf der Anfangswelt sind, aber ein Gigantes ist schon ein sehr interessanter Name. Da ist der Sender. We hope you've enjoyed your trek across the breathtaking landscape of Emerald Vale, Terra 2's most fertile settlement and future breadbasket of Halcyon. Take a moment to enjoy this vista with a can of Spacer's Choice Saltuna. Before you make your way to Mighty Scylla, Halcyon's biggest asteroid. Wir sollen jetzt nach Scylla. Oh Gott, es wird ja wirklich ein kleiner Trip durch die Planeten. Ihm ist egal, wo ich lande. Das ist interessant. Scylla, ein Ort, den ich immer wieder wunderschön zum Ansehen finde. Und da hinten ist die Signalstation, die ist nicht mal weit entfernt. Hey. How are you doing? I don't know, Ellie. Clyde was the one friend I had since I was a kid. I don't think I'm getting over this anytime soon. Better him than you, right? Yeah, I tried telling myself that already. Didn't work then, ain't working now. Thanks, though. Oh, es ist süß, dass Ellie sich sogar Gedanken macht um die anderen. Ich meine, ja klar, sie ist eine Ärztin, aber sie will ja ganz, ganz hart rüberkommen. Und trotzdem gehört sie zu unserer kleinen Spacers-Familie. Und nein, ich meine nicht Spacers Choice, ich meine unsere Spacer-Familie. Was haben wir denn hier? Da komme ich nicht ran. Doch, komme ich. Scylla, our colony's busiest mining settlement. But don't take our word for it. Ask one of the hundreds of proud Hephaestus miners going about their work right now. You're in for a real treat. Because our last stop takes us to a charming little village outside Stellar Bay, located on Terra 1. Kleiner Tipp an dich. Hier gibt's gar keine Miner mehr. Die sind alle verschwunden. So, und jetzt geht's wieder nach Monarch. Und zwar haben sie gesagt, irgendwas mit Stellar Bay. Also fahren wir nach Stellar Bay. Und ich weiß, dass wir in Fallbrook Ellies Quest machen können. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich denke, auf Monarch kennen wir uns mittlerweile sehr gut aus. Mal gucken, was die so uns noch zu erzählen haben von Byzantium aus. Über Monarch natürlich. Vielleicht haben sie ein paar neue Informationen. Ich bezweifle es aber sehr stark. Oh, was haben wir denn da? Ein paar Plünderer. Die könnten uns sogar ziemlich praktisch jetzt sein. Weil wir ja ein paar Rüstungen brauchen.
Weil wir wurden ja als Model engagiert. Und vielleicht haben sie ja, was ich brauche. Gut, hier hat niemand irgendwas, was Rüstung angeht. Das ist immer sehr schön. Wenn du was brauchst, gibt es das nicht. Okay, das Scharfschützengewehr ist gar nicht mal schlecht. Welcome to Terra One, the most Earth-like world in Halcyon. Take a moment to admire the triumph of civilization over nature. And while you're at it, say hello to the local settlers. We hope you've enjoyed this guided tour across the wonders of Halcyon. Please return to the Bureau of Exploration for a special prize. Machen wir später. Erst einmal haben wir nämlich jetzt noch die Aufgabe, eröffne ein Scheinkonto. Das können wir hier nämlich in Fallbrook machen. Ach, Fallbrook. Schön wieder hier zu sein. Irgendwie. Mit dir haben wir schon mal geredet. Jo. I see you're still in one piece. However, you never know when that could change. Consider our accidentally torn into tiny fragments coverage. Note that all of your fragments must be recovered and must be smaller than a standard bit cartridge for the payouts to kick in. Ja, dich kenne ich schon. Ich möchte den Leistungsempfänger der Lebensversicherung von Marilyn Fenhill ändern. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Ah ja, bleiben wir beim Thema. Ich will nur ihren Leistungsempfänger ändern. You can't, of course. Only Miss Fenhill can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Gut, und wie kann ich sie ändern? Oh, you mean hypothetically. Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd theoretically add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Genau, das würde ich niemals machen. Oder wie wär's denn damit? Du machst es oder kannst bald deine eigene Forderung stellen? Please, my policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well, I'll do it. But then you've got to go. Confrontations like this will raise my premiums. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill? If you say so. The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Danke. We gotta talk. Yo, können wir das draußen machen? You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. Schön, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich das an? I've never been prouder to stand back and watch someone else work. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Ja, wär doch mal was, ne? Wär doch mal was. Was würdest du jetzt mit den Bits machen? Come on, I thought we were celebrating. You want me to think about the future? Ja, schon. Schätze nicht. Die Dinge ergeben sich eh bei dir nach und nach. If only you could have been my chief surgeon back in the day. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. Ah ja, danke, aber ich hab's nicht des Geldes wegen getan. Could have fooled me with all your tough talk. What's gotten into you? Ellie, du bist eine Freundin von uns. You sure? Because my kind of friends will pick your pocket clean while they're getting hammered with you. Ja, aber du nicht. Bin eine Macherin, keine Schwätzerin. Verstanden? Yeah, yeah. I'm not trying to get all mushy or anything. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone's back now and then so that one day they watch yours. So, you just keep the money. One of us has to look out for your interests. Also süß. Du willst wohl keinesfalls in meiner Schuld stehen, was? It's nothing personal. It's just the closest thing I've got to a code. Anyway.
Anyway, enough of the touchy-feelies, huh? Gut. Lass uns verschwinden. Ach, schön. Ellie dürfte jetzt was gehabt haben, ne? Hat den Vorteil 2 Schecks für den Fährmann erhalten. Müssen wir uns mal angucken. Ellie. Da. 2 Schecks für den Fährmann. Verringert die Bestechungskosten. Vollkommen unsinnig, wenn ich bis jetzt so gut wie nichts bestochen habe. Als nächstes haben wir noch die Spezialistin für Raum- und Abendanzüge, die wir hier aber auch fertig machen können, soweit ich weiß. Denn wir bekommen alles, was wir brauchen, meines Wissens nach, in Amber Heights. Also, hoffe ich. Es dürfte nämlich hier bei Bronson... Hey, thanks again for helping out. What can I do you for? ...sehr viel von den Sachen geben, die ich brauche. So, aber wenn wir in Rüstung gucken, wir brauchen nämlich für Marauder. Wartet. Ich muss jetzt mal ganz kurz selber gucken. Also das hier kann ich kaufen. Die hier. Dann haben wir nämlich schon mal den Spacer Outfit. So, jetzt brauchen wir aber natürlich noch ein Iconoclast Outfit und ein Marauder Outfit. Muss mal ganz kurz nachschauen, was ich dafür brauche. Ne, er hat tatsächlich nur die Spacers-Sachen, sehe ich gerade. Er hat gar nicht das, was ich alles brauche. Finde ich ein bisschen uncool, aber okay. Wenigstens eins haben wir damit schon fertig. Wir suchen jetzt noch die anderen Sachen. Vielleicht gibt es ja hier noch einen anderen Händler, wo ich das kaufen kann. Beziehungsweise für Marauder-Gear kann ich doch einfach ein paar Marauder schnell erledigen. Soweit ich weiß. Weil wenn wir Glück haben, dann haben die vielleicht zum Beispiel einen Helm oder eine Rüstung mit, die wir einfach nehmen können. Wenn wir Pech haben, müssen wir jetzt ordentlich jagen. Was wohl eher meine Zukunft sein wird. Ich weiß, dass wir 1-2 Sachen schon mal gefunden haben. Ich habe die aber alle weggelegt und verkauft. Aber jetzt kann ich mich endlich mal rächen hier. Nachdem die mich so schlimm erledigt haben das letzte Mal, kann ich mich endlich mal rächen. Ich bin auch klug, ne? Ich habe die Rüstung für die Iconoklasten sogar schon vorsätzlich. Also ich habe sie schon. Gut, dann heißt es, ich brauche nur noch die Marauder-Sachen. Weil ich habe die Spacers-Sachen, ich habe die Iconoklasten-Sachen. Jetzt brauche ich wirklich nur noch die Marauder-Sachen. Nicht zertifizierte Bergbauausrüstung. Ist das eine Plündererrüstung? Ja. Okay, jetzt brauchen wir nur noch den Helm. How did you do that so fast? Hey, I remember Cascadia from that one episode of Terror on Monarch. Crawling with monsters it was. You take us to the nicest places, Captain. Immer, immer. Nur sind hier keine Marauders. Ey, ist es denn so schwer, einen Helm zu finden? Mein Königreich für einen Helm, jetzt mal ganz im Ernst. Habt ihr einen Helm? Hey! Ihr habt Helme auf. Gebt die mir. Du auch, du hast auch einen Helm auf. Was mit dir? Aufpolierter Powerhelm. Steht zwar nicht drauf, dass es ein Marauder ist, aber ich nehme ihn auf jeden Fall mal mit. Ich werde aber trotzdem gucken nach einer Alternative. Plündererhelm, danke. Wir haben alles. Super. So, mal gucken, was unsere Belohnung für diese kleine Erkundungstour ist. Yo, it's you. I suppose you're here to collect your prize. Ja. I really do have the worst luck. When I gave you this job, I never expected you'd be so damned competent. Ja, Pech gehabt. So bin ich nun mal verflucht kompetent. Yes, go on and gloat. You've already ruined all my plans with your talent for staying alive. The tour's not real, friend.
Board shut it down years ago due to unacceptably high rates of fatalities. So I greased a few palms and got the tour up and running again. I outfitted every beacon with a recording device. Live footage of dim-witted mercenaries dying in gruesome ways across Halcyon. Oh, imagine the ratings. Ja. Ist ja so traurig. Ich möchte meinen Hut haben. Fine, fine. You're entitled to your reward. One certified explorer's hat, courtesy of the Bureau of Exploration. With my compliments. Danke. Es ist so schwer, es einen Hut zu bekommen. Schlimm, oder, Leute? So, dann wollen wir jetzt einmal als Model agieren. Wir wurden ja als Model angestellt. Wir haben jetzt die ganzen Rüstungen. Dann wird es Zeit, diese auch zu zeigen. Als erstes ziehen wir bitte an die schlimmste von allen Rüstungen. Okay, ich muss den Entdeckerhut mir mal ganz kurz angucken. Wow. Leichte Kopfbedeckung für die freie Natur. Als erstes die schlimmste Rüstung von allen. Das war die hier. Die Plündererrüstung. Weil man dafür halt alle erledigen musste. Oh, how grotesque. I always suspected the dramas did no justice to real marauders. Their armor is so much more hideous in person. Two outfits remain. I can't wait to see what you'll bring me. Something shocking, I hope. Als nächstes haben wir die Iconoklasten-Ausrüstung. Das wäre die hier. Goodness, look at those atrocious contours. The sheer brutality of its design offends the senses and shocks the mind into a state of palpable excitement. I adore it. One outfit left. Do hurry, my dear. The bird of inspiration is about to take flight. Das hört man doch gern. Spacer-Ausrüstung, ganz einfach. Ein paar Brillen. Und das. Like a star, darling. Square your shoulders. Hand on your hip. Eyebrow cocked. Yes. Perfect. My heart is all a flutter. Yes, that's it. I have it. I know exactly what we're doing. Brace yourself, my dear. We're going to call this style barbarian chic. The saucy confidence of a spacer. The raw contempt of an iconoclast. The brutish musk of a marauder. And the pièce de résistance. Monster leather. One part Manta Queen chitin, three parts hide from a Raptodon's flank, and let's say, oh, 8 strips of primal leather. No, make that 10. Ich dachte, das wäre nur ein Modeling-Job. We're revolutionizing the fashion of Byzantium. Our work is anything but simple. Okay. Arbeite aber nicht umsonst. I love the way you just smolder with contempt. It makes me want to spoil you. Here. Get yourself to a nice new gun or something. Get this done for me, and I'll have you strutting about in a Jolliker original. You will be the envy of Byzantium. Okay, machen wir. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich einfach nur ein paar Sachen sammeln. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Sammle 10 Streifen Troglo-Leder. 3 Raptidon-Flankenhäute und Chitin einer Mantikönigin. Alles ziemlich einfach zu bekommen, wenn man weiß, wo man sucht. Glücklicherweise gibt es hier halt auch Tipps. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir noch einmal das Emerald Vale besuchen, noch einmal Monarch besuchen. Und ich glaube, wir sollten Parvatis Quest mal fertig machen. 3 Quests für diese Folge, beziehungsweise 2,5 Quests für diese Folge fertiggestellt. Ich denke, das war ein kleiner Erfolg. Und dementsprechend sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn es heute praktisch nur Planetenhopping war. Und ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bei The Outer Worlds.